die Konferenz Deutsch-Französischer Dialog vereinigt jedes Jahr im Mai viele Menschen aus unterschiedlichsten Bereichen, aus verschiedenen europäischen Ländern, natürlich mit dem Schwerpunkt auf Deutschland und Frankreich, in diesem Jahr auch auf Polen, die sich über unterschiedlichste Themen austauschen. Das passiert in einem wissenschaftlichen Rahmen, das passiert in einem eher politischen Rahmen, in einem gesellschaftlichen Rahmen und ist eigentlich eine sehr spannende, bereichernde Veranstaltung. Das ist ein wichtiges, vielleicht eines der wichtigsten Treffen zwischen Deutschen und Franzosen. Kein Zweifel, dass das Saarland der richtige Ort ist für so ein Treffen. Wir sind gerade vorhin gefragt worden von polnischen Kollegen, die hier sind, die beeindruckt waren von dieser Serie von Tagungen und besonders der heutigen, ob es sowas auch sonst noch in Deutschland gibt. Wir haben ein Weilchen drüber nachgedacht, aber wir finden wirklich nichts Vergleichbares. Die Beziehungen zwischen Frankreich und Deutschland, die lange Zeit maßgeblich für den Einigungsprozess gesehen wurden, dass die nicht jetzt durch neue Entwicklungen vielleicht geschädigt werden oder verändert werden, sondern dass der deutsch-französische Motor, wie man das nennt, auch in Zukunft bereit ist, diesen ganzen Prozess zu treiben. Und deswegen ist die Begegnung zwischen wichtigen Personen aus Wirtschaft, Politik, Gesellschaft, aus Deutschland, Frankreich eine Grundlage. Aber wir haben ja auch in dieser Tagung jetzt unsere polnischen Nachbarn schon einbezogen. Also das heißt, wir haben schon längstens verkraftet, dass wir nicht mehr das Europa sind bis zum Eisernen Vorhang, sondern dass die Staaten, die mal zur anderen Seite gehört haben, heute auch unserer Gemeinschaft angehören und sicher noch vieles bedenken müssen, was sie ja vorher nicht kennengelernt hatten. Es ist ein Forum, das überregional und international Beachtung findet und das zu dem Forum für deutsch-französischen Austausch in Verwaltung, Politik, Wirtschaft mittlerweile geworden ist. Die Debatte hat gut gelaufen. Ich habe mich nicht, das war eine Überraschung für mich, also dass 160 Leute von drei Ländern jetzt sich treffen und ja, so in eine offene Weise so diskutieren können. Was können denn die Antworten sein der Europäischen Union oder all derer wie wir hier, die davon überzeugt sind, dass es falsch wäre, den Schluss zu ziehen, die Integration ist einfach mal so am Ende. Und wir sollten auch bei unseren Diskussionen, sowohl hier auf dem Podium als auch in den Arbeitsgruppen, nicht vergessen, dass die Welt sich schnell bewegt. Und das ist vielleicht auch etwas Neues. Die Welt entwickelt sich extrem schnell. Die Europäer sind vielleicht sehr mit sich selbst beschäftigt und vielleicht nicht immer schnell genug in ihren Reaktionsmöglichkeiten. Auch hier, glaube ich, haben wir ein generelles Problem, über das wir sprechen müssen. Was fehlt eigentlich in unseren nationalen Funktionsmechanismen? Was fehlt auf europäischer Ebene, um mitzuhalten in einer Welt, die nicht auf uns wartet? Ja, also ich fand, dass die Diskussion sehr lebendig war und dass sehr viele Argumente über die europäischen Probleme halt vorgelegt wurden. Ich glaube, das sind sehr gute Anregungen zum Weiterdenken, zum Weiternachdenken und ich glaube, all diese Probleme finden in der Asko-Stiftung hier eine Lösung. Das war sicher interessant, dass also hier sowohl unterschiedliche politische Orientierungen und auch unterschiedliche Sichtweisen sichtbar wurden aufgrund der Tatsache, dass eben jetzt auch ganz natürlich ein polnischer Gesprächspartner aus der Union dann an dem Gespräch teilgenommen haben und eigentlich so die Sprache ist eine gemeinsame gewesen, da gibt es keine Unterschiede mehr und die Fragen, die dort angetippt worden sind, können dann in den Arbeitsgruppen dann weiterentwickelt werden.
Ich war in der Diskussion über die Wirtschafts- und Währungsunion und die Eurokrise und meine Erwartungen, auch sehr viele verschiedene Positionen zu sehen, die auch sehr kontrovers diskutiert wurden, sind auf jeden Fall erfüllt worden und es war eine Horizonterweiterung. Es lohnt sich auf jeden Fall auch wiederzukommen. Es geht um Separatismus, Renationalisierung, Populismus, das alles, also ein Bereich. Ich habe mich deswegen entschlossen dafür, weil ich selber Vorstandsvorsitzender eines Bundes, vom Bund geförderten Instituts bin, des Deutschen Kulturforums Östliches Europa, das sich beschäftigt mit dem gemeinsamen kulturellen Erbe, das wir mit unseren Nachbarn in Mittel- und Osteuropa haben. Mir hat es gut gefallen. Also ich habe in der zweiten Arbeitsgruppe über Renationalisierungstendenzen die Diskussionen verfolgt. Und besonders interessiert hat mich dort die außereuropäische Perspektive der chinesischen und afrikanischen Teilnehmer, die eben auch die großen Erwartungen gezeigt haben, die in Europa gesetzt werden. Und diese Erwartungen an Europa, diese positiven Erwartungen, die relativieren eigentlich die innereuropäischen Probleme, mit denen wir uns vor allem befassen. Also das war ein großer Gewinn für mich. Die Arbeitsgruppe, die mich am meisten interessiert hat, war Eurokrise und Nationalismus in Europa, also Renationalisierung, Tendenzen in den einzelnen Nationalstaaten. Da ging es vor allem darum, Gemeinsamkeiten zu identifizieren zwischen regionalen separatistischen Bewegungen, zwischen nationalistischen, antieuropäischen Bewegungen. Und da gab es wissenschaftliche und von der Zivilgesellschaft ein paar Vorträge. Und am interessantesten fand ich, dass viele Bewegungen in Europa gewisse Gemeinsamkeiten aufweisen, vor allem, dass wirtschaftliche Faktoren dazu beitragen, dass Tendenzen in den Nationalstaaten auftreten, die sich zurückziehen auf ihre eigene Region, Geografie. Genau. Die Arbeitsgruppe 3 hat sich ja mit den Beziehungen Deutschlands und Frankreichs und Polens auch beschäftigt. Das erste Mal, dass Polen beim deutsch-französischen Dialog als Thema mit behandelt wurde. Und man kann sagen, dass es eine sehr offene und sehr interessante Diskussion war. Aber wenn man sich länger mit den deutsch-französisch-polnischen Beziehungen schon beschäftigt, hat man auch gesehen, dass viele Informationen noch nicht vorhanden sind, viele Unkenntnisse da sind. Und insofern war das ein sehr fruchtbarer Austausch, auch in einer sehr lebendigen Diskussion. Also aus polnischer Sicht ist es wirklich ein guter Zeichen und ein sehr erfreulicher Zeichen, dass das Dialog zwischen Deutschland und Frankreich auch um diese polnische Komponente erweitert wurde und ganz nach diesem Weimarer Dreieck Geist. Hat gesehen, die Themen und die Probleme, vor der Europa steht und damit die verschiedenen EU-Mitgliedstaaten sind gewaltig. Und es wird oft gesagt, das Deutsch-Französische, das ist so routiniert und das gibt es einfach und jetzt kann man nur die Sachen europaweit betrachten und ich glaube, das ist eine falsche Sichtweise. Also das sind immer komplementäre Seiten und das Bilateral und Trilateral ist sehr wichtig, gerade zu 27, weil da einfach die Gesichtspunkte so verschieden sind und man braucht viele Foren, auch auf zivilgesellschaftlicher Ebene wie diesem, wo man eben diese Gesichtspunkte vergleichen kann, diskutieren kann, ein bisschen sich mehr in die Sichtweise der anderen einfühlen kann. Mir hat es sehr gut gefallen. Es waren sehr interessante Referenten eingeladen, sehr informative Debatten. Und ja, als Zuhörer, als Studentin habe ich sehr viel Infos mitgenommen zum Weiterdenken. Seit vielen Jahren findet dieser Dialog statt und ich wünsche mir viel weitere solche Dialoge, weil nur so wir langsam eine europäische
Diskussionsfähigkeit herstellen können zwischen den Akteuren dieser Gesellschaft und dieser Politik. Es ist unser Europa, das wir bauen wollen, und wer gemeinsam bauen will, muss vorher sich auch über Konzepte, über Ziele verständigen. Er muss auch lernen, europäisch über die richtigen Sachen zu streiten. Das finde ich sehr gut, dass sehr viele junge Leute hier sind, Studenten und junge Forscher und andererseits die Alten eben auch noch willkommen sind. Und ich meine, Lars, der Erfahrungsaustausch zwischen verschiedenen Generationen wirklich wichtig ist. Ebenso wichtig wie der Erfahrungsaustausch zwischen Angehörigen verschiedener Nationen. Wir werden die Themen der Vergangenheit weiterhin kontinuierlich bearbeiten, aber wir werden unser Spektrum erweitern, insbesondere auch um die Frage Afrika, um das drängende Thema zunehmender Migrationsdruck aus Afrika, was wir in diesen Tagen ja feststellen können, auch als europäische Herausforderung. Wir werden zum Zweiten auch verstärkend um das Thema Werte in Europa kümmern. Ist Europa nur eine Interessensgemeinschaft oder ist es eine Wertegemeinschaft? Gelten diese Werte nur für diejenigen, die drin sind in Europa oder auch diejenigen, die außerhalb an den Grenzen leben? Das sind die Themen, mit denen wir uns in Zukunft verstärkt beschäftigen werden.